Hallo und herzlich willkommen bei den AKO Entwässerungsprofis. Ich bin der Lorenz, Produktmanager bei AKO Österreich für den Bereich Haus und Garten. Hallo, ich bin der Markus, bin Anwendungstechniker und wir zeigen euch heute, wie ihr eure gepflasterte Einfahrt fachgerecht entwässert und was ihr dazu braucht. Gut funktionierende Entwässerungssysteme werden in der heutigen Zeit immer wichtiger. Nicht nur, weil die Starkregenereignisse immer häufiger werden, sondern auch, weil in Österreich das Regenwasser auf Eigengrund versickert werden muss. Wir haben uns dazu entschieden, eine Linienentwässerung entlang der Grundgrenze zu setzen, um das Wasser gezielt über diesen Ablaufpunkt zum Sickerschacht zu bringen und abzuleiten. Wir starten damit, dass wir uns links und rechts ein Baueis in den Erduntergrund einschlagen. Zur Übertragung der richtigen Höhe mit der umliegenden Fläche und zur besseren Einnivellierung der Entwässerungsrinne spannen wir uns jetzt eine Schnur entlang der Stelle, wo später unsere Entwässerungsrinne liegen wird. Das ist wichtig, damit wir überall dann dieselbe Höhe haben. Unsere Höhe auf dieser Seite liegt genau hier. Das ist unser Höchstpunkt von der umliegenden Fläche. Auf der anderen Seite gleichen wir uns mit der Waage an und haben dann hier die Höhe von dem Randstein und hier von den bereits gelegten Pflastersteinen hier übernommen. Das ist unsere Oberkante, später von der Entwässerungsrinne. An der Wasserwaage erkennt man jetzt gut das Gefälle, das schon von der Garageneinfahrt bis hinunter zum Randstein gelegt wurde. Und genau hier im tiefsten Punkt wird anschließend unsere Entwässerungsrinne eingebaut werden. Einen wesentlichen Tipp kann ich noch geben. Ihr müsst die Rinne nicht im Gefälle einbauen, sondern die Rinne kann auf Plan versetzt werden und das Wasser wird trotzdem abrinnen. Bevor wir jetzt betonieren, werden wir noch einmal versuchen, unseren Rohrstutzen korrekt einzupassen und zu kontrollieren, ob die Höhe ausreichend ist. In dem Fall sieht es gut aus, das heißt, wir können jetzt anfangen zu betonieren. Ich glaube, den werden wir nehmen, oder? Ja, bar. Wir verwenden einen handelsüblichen Trockenbeton aus dem Baumarkt. Wir schauen heute, dass wir uns den eher trocken anmischen, dass wir eine gewisse Formbarkeit dann später noch für Setzen der Rinne behalten. So, wir setzen uns jetzt den ersten Rinnenkörper mit dem Ablauf direkt in den frischen Beton hinein. Unterfüttern das noch. Anschließend versuchen wir, dass wir uns außenliegend einen guten Keil anbringen, der die Rinne seitlich abstützt. Mit einem Holzbrett als Schutz und einem Gummihammer klopfen wir uns das Rinnenelement jetzt auf die richtige Höhe und schauen, dass es ca. 3 mm unterhalb der fertigen Oberkante liegt. Beim Aneinanderstückeln nutzen wir jetzt die Nut-Feder-Verbindung der Euroline, um die Rinnenelemente gut zueinander auszurichten. Zum Ankeilen kann man nur dazu sagen, dass es wichtig ist, dass eure Ankeilung nicht höher ist als der Pflasterstein selbst, sonst habt ihr natürlich ein Problem mit dem Anarbeiten vom Pflaster. Für die Einpassung des Eckstücks sehen wir jetzt, dass das zu lang ist. Das geht sich da nicht aus. Das bedeutet, wir werden den Rinnenkörper schneiden und den dazugehörigen Rost. Beim Zurechtschneiden der Rinnenkörper müssen wir achten, dass wir das Nut-Feder-System einhalten. In dem Fall können wir das Männchen dann wegschneiden, sind übrige 20 cm, die dann wegfallen. Zum Schneiden von Polymerbeton verwenden wir handelsübliche Diamantscheiben. Perfekt. Perfekt, ja. Passt. Als Abschluss des Rinnenstrangs verwenden wir dann ganz am Ende eine Stirnwand. Aus Kunststoff sieht man hier. Auch die geschnittene Abdeckung legen wir uns jetzt in den Rinnenkörper ein.
Schön haben wir das gemacht, super. Genau. Wir haben die Betonkeile jetzt fertig, die Rinne sitzt dort, wo sie sein soll. Jetzt können wir mit den Pflasterarbeiten weitermachen. Passt, dann machen wir das. Wie ihr gesehen habt, haben wir beim Ablauf begonnen, die Rinne zu verlegen. Das hat den Grund, wenn ihr die Rinne kürzen müsst, könnt ihr das nur an der gegenüberliegenden Seite machen, weil sonst würdet ihr euch den Ablauf wegschneiden. ARKO bietet Entwässerungslösungen für alle erdenklichen Grundstückssituationen an. Wir haben uns heute für die ARKO Euroline aus Polymerbeton entschieden. Die Rinne zeichnet aus ein V-Querschnitt, ein integrierter Sicherheitsfalz, der eine zusätzliche Abdichtung des Rinnenkörpers ermöglicht und eine schraublose Rostarretierung immer mittig des Rinnenkörpers. Abnehmen des Rostes ist ohne Lösen von Schrauben möglich. Durch den V-Querschnitt hat die Rinne einen erhöhten Selbstreinigungseffekt und das Wasser fließt gezielt und schnell ab. Mit unserem dazugehörigen Rosthaken ist der Rost ganz einfach zu entnehmen, ohne Verschraubung, und kann getauscht werden. In dem Fall Gusseisen Voronoi Designrost. Damit ist die Entwässerungsrinne nicht nur ein notwendiges Übel, es lassen sich damit auch Designakzente rund um euer Haus setzen. Letzter Stein sitzt, Rinne liegt, super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt, wendet euch gerne über unsere Kontaktdaten an uns, die findet ihr in der Beschreibung oder direkt über die Kommentare. Wir freuen uns noch auf viele weitere Folgen mit euch. Danke fürs Zuschauen. Danke. Viert euch. Ja.